Entnehmen Sie Ihr Kinderauto VW Beetle aus dem Umkarton und packen Sie die vorhandenen Einzelteile aus. Im Lieferumfang befinden sich die Fahrzeugkarosse, die Vorder- und Hinterräder, die Radzieherblenden, die Windschutzscheibe, der Ledersitz, die Spiegel, das Lenkrad, die Fernbedienung, das Ladegerät, die Karosseriestreben, das Aufbaumaterial und die Bedienungsanleitung. Für den Aufbau benötigen Sie lediglich einen Kreuzschraubendreher. Ist das nicht wunderbar? Zum Verstärken der Fahrzeugfront müssen die beiden Karosseriestreben angeschraubt werden. Nutzen Sie hierzu die mitgelieferten Kreuzschrauben des Lieferumfangs. Um die beiden Hinterräder anbringen zu können, entfernen Sie zunächst die beiden schwarzen Schutzkappen und schrauben Sie die Haltemuttern ab. Stecken Sie nun das Hinterrad, eine Unterlegscheibe und die dazugehörige Haltemutter auf die Hinterachse auf. Die Schutzkappen der Hinterachse fungieren gleichzeitig als Schraubenschlüssel. Sobald beide Räder per Hand angeschraubt sind, können Sie diese mit beiden Schutzkappen festziehen. Beide Radzieherblenden können anschließend aufgeklipst werden. Entfernen Sie nun den Klebestreifen an den beiden Antriebsmotoren. Vor der Montage der Vorderräder muss eine Unterlegscheibe auf beiden Seiten der Vorderachse angebracht werden. Die Räder und die nachfolgende Unterlegscheibe können nun aufgesetzt und mittels der Haltemuttern angeschraubt werden. Auch hier können Sie die beiliegenden Schutzkappen mit integriertem Schraubenschlüssel verwenden. Achten Sie beim Festziehen darauf, dass sich das Rad weiterhin frei drehen lässt. Die Radzieherblenden können auch hier nach der Montage aufgeklipst werden. Drehen Sie nun Ihren VW Beetle zur Montage des Lenkrads auf die Räder. Die in dem Lenkrad befindliche Halteschraube muss vor der Montage mit einem Kreuzschraubendreher herausgedreht werden. Verbinden Sie den Stecker des Lenkrads mit dem Stecker am Armaturenbrett und stecken Sie das Lenkrad auf die Lenkstange auf. Verbinden Sie das Lenkrad mit der Lenkstange mit der zuvor herausgedrehten Halteschraube. Die Windschutzscheibe können Sie nach der Montage des Lenkrads in die Halterungen einklipsen und die dazugehörigen Spiegel an den Halterungen einsetzen. Bevor Sie mit der Fahrt starten, muss der Batteriestecker am Steuergerät eingesteckt werden. Sie können nun Ihren Ledersitz aufsetzen und mit den zwei mitgelieferten Kreuzschrauben und einem Kreuzschlitzschraubendreher fixieren. Vor Fahrtantritt muss das Fahrzeug etwa 4 Stunden geladen werden. Stecken Sie hierzu das Ladegerät in die Ladebuchse am Armaturenbrett ein und verbinden Sie dieses mit der Hausstromsteckdose. Zum Starten Ihres VW Beetle drücken Sie lange auf die Starttaste. Die Scheinwerfer und Rückleuchten aktivieren Sie manuell über einen Knopf an Ihrem Armaturenbrett. Bei Druck auf die Knöpfe am Lenkrad aktivieren Sie das 6-fach-Soundmodul und die Hupenfunktion. Zum Öffnen der Türen schieben Sie die Halteriegel auf der Türinnenseite nach vorne. Der Vor- und Rückwärtsgang wird am Schalthebel rechts vom Fahrersitz eingestellt und das Fahrzeug mit Druck auf das Gaspedal in Fahrt gesetzt. Der Sicherheitsgurt gewährt Ihrem Kind die volle Sicherheit bei der Fahrt. Für den bequemen Transport des Fahrzeugs können Sie die Transportrollen am Heck des Fahrzeugs herausklappen und das Fahrzeug mittels herausklappbaren Handgriffes an der Front ziehen oder schieben. Bestücken Sie die Fernsteuerung vor dem Benutzen mit 2 AAA-Batterien. Zum Verbinden der Fernsteuerung drücken Sie die M-Taste etwa 3 Sekunden. Schalten Sie anschließend das Fahrzeug an und drücken Sie eine beliebige Richtungstaste. Durch die integrierte Notstopp-Funktion können Sie das Fahrzeug per Knopfdruck stoppen. Käfer war gestern, heute heißt es Beetle. Ihr Kind wird den Asphalt förmlich schmecken. Wir wünschen viel Spaß mit Ihrem VW Beetle.